Tarita, Tarot für Mittwoch. Heute ist es der richtige Tag. Mittwoch, 23. August. Das bringt mich auf eine Idee. Mein Bruder hat heute Geburtstag. Für heute gibt es die 4 der Schwerter und die 10 der Stäbe. Genau in dieser Reihenfolge. Genau in dieser Reihenfolge. 4 der Schwerter. Vier Schwerter stehen für Luft. Und man sieht hier schon sehr genau, diese Person ist ja mal ausgenockt. Die liegt auf dem Bett oder auf so, eher so einer harten Bettstatt und ist ruhig gestellt. Also die liegt in so einem, so ein bisschen wie scheintot. Und die 3 Schwerter hier an der Wand, 3 steht für das Göttliche und auch mit den Händen faltet sie ein Dreieck hier. Also das weist dahin, dass es im Moment darum geht, sich den Innenwelten zuzuwenden, dass es da draußen einfach im Moment nichts zu tun gibt. Das ist also eine Karte, wenn man aus Überlastung, und das ist diese Karte, das passt also ausgezeichnet, wenn man sich einfach zu viel zugemutet hat, 10 der Stäbe, Stäbe für Feuer, 10 Stäbe, ganz viel Feuer. Also ihr hat jemand ganz viel versucht, etwas zu tun, anzuleiern. Entweder viel zu viel, ja. Aber was heißt entweder? Das ist ziemlich viel. Manche Menschen kommen mit so einem Arbeitspensum auf kurzen Strecken gut hin. Hier sieht es aber danach aus, als wäre die Belastung schon zu lang. Der sieht noch nicht mal mehr, wo er eigentlich hin will. Also da ist das Dorf. Das Haus, der Fokus und der, das ist sozusagen das Brett vor dem Kopf oder ganz viel Holz vor der Hütte und der kann nicht mehr sehen, wo es hingeht, ja. Und er müht sich mit diesen Stäben ab. Ich sage es auch ein bisschen, das sieht aus hier wie Baumstamm Mikado, ja, einfach mal fallen lassen. Und weil er das eben schon so lange gemacht hat, das liegt der, Moment, richtig rum war es so, ja, da steht wieder das. Weil diese Person eben hier sich so verausgabt hat, das kann sein, dass man zu viel gearbeitet hat, zu viele Projekte auf einmal, dass man an vielen Fronten kämpft, auf 1000 Hochzeiten tanzt, also oft auch so ein Hans Dampf in allen Gassen, dem es dann irgendwann einfach mal den Stecker zieht. Ja? Also irgendwann ist einfach Schluss, irgendwann kann man diese ganze Belastung, kommt ja auch von Last, nicht mehr ertragen. Und natürlich gibt es Situationen im Leben, da fängt man was Neues an, da hat man auch so viel Elan, da kann man das gut stemmen und dann braucht man aber irgendwann auch wieder diese Ruhezeiten. Und wenn man die sich nicht nimmt, wenn man nicht sagt, okay, an diesem Wochenende mache ich mal nichts oder ich gehe mal ins Wellness, ich lasse mal alle 5 gerade sein, natürlich macht sich die Arbeit nicht von alleine, aber dann wird sie einen Tag später fertig, wenn wir das nicht tun. Dann kann es eben einfach mal sein, wir fallen um, kippen um, uns ist schlecht, wir können gar nichts tun. Und dann sind es vielleicht 2 oder 3 Tage, ja, in denen wir sozusagen nicht fähig sind, unsere Arbeit zu bewältigen. Dann ist am Ende noch mehr. Also besser kurze, effektive Pausen, mal einen halben Tag nichts tun, sich freinehmen, faulenzen oder was auch immer für dich Entspannung bedeutet. Und so ein Tag ist heute. Also es heißt hier, sich wirklich mal frei zu machen von aller Last. Und das ist oftmals keine, geht manchmal nicht um Last, etwas zu tun, sondern es geht auch um innere Belastungen. Ja, es kann sein, dass dich irgendein Thema sehr stark belastet, dass du, dass es im Moment etwas gibt, womit du nicht fertig wirst und dann einfach auch mal sagen, okay, heute kann ich eh nichts ausrichten, also lenke ich mich ab, ich lasse das ruhen. Das heißt nicht, dass du das verdrängst, sondern dass du das wie auf die Pendenzenliste für morgen oder für übermorgen legst und einfach sagst, heute komme ich dran, heute mache ich was und dann gönne dir eine Auszeit. Das heißt natürlich nicht, wenn du jetzt einen Job hast, kannst du natürlich nicht einfach frei machen, das ist mir schon klar, aber es geht darum, dann deine Freizeit, in deiner Freizeit, also wenn du fertig bist mit deiner Arbeit, dich wirklich nur um dich zu kümmern und vielleicht auch einfach mal nicht zu kochen, wenn du eine Familie hast und zu sagen, hey, heute verpflegt ihr euch mal selbst, je nachdem wie alt die Kinder sind oder du sagst deinem Partner, es gibt mal was, du machst heute mal oder es gibt eben einfach mal Pizza, auch wenn das nicht gesund ist und unter Fastfood zählt. Egal, es gibt Tage, an denen ist die Pizza das Beste, was du dir und deiner Familie antun kannst, weil du nämlich ein bisschen
entspannen und ausruhen kannst. Also es geht heute wirklich darum, alles, was dich belastet, mal pendent zu legen und zu sagen, heute nicht, morgen wieder. Ja, so. Liebe. In der Liebe sieht es auch einfach mal nach so einer Auszeit aus. Das heißt nicht Auszeit zwischen zwei Menschen, sondern ein Thema, auf dem vielleicht in der letzten Zeit rumgeritten worden ist, das einfach mal ruhen zu lassen. Und vielleicht nicht nur für heute, sondern generell vielleicht für mehrere Tage. Da kann man sich so eine Zeit, kann man eine Zeit vereinbaren und sagen, du, das Thema bleibt jetzt mal eine Woche oder zwei Wochen so, wie es ist. Da wird nichts dran gearbeitet. Wir kümmern uns um uns und ja. Oder einfach auch mal sagen, mal nicht sprechen, dass einfach mal nur jeder für sich sich seinen Feierabend gestaltet und man einfach auch mal für ein, zwei Tage getrennter Wege geht, um einfach mal etwas ruhen zu lassen, um selbst zur Ruhe zu kommen. Du kannst nur ein guter Partner sein, wenn du in dir selbst ruhst und dein Partner genauso. Und wir dürfen immer mehr lernen, auch mal mit Distanz umgehen zu können, auch mal den anderen seinen Kram erledigen zu lassen und trotzdem im Vertrauen zu sein, dass das eine gute Beziehung ist. Ja? Liebe geht ja auch, tangiert ja auch den familiären Bereich und auch da, wenn es irgendetwas zu tun oder zu klären gibt, einfach mal ausatmen. Ausatmen und sich ausruhen und zu dir selbst finden. Mach's dir gemütlich, mach ein schönes. Gut, es ist heiß, es ist ein Schaumbad, es ist im Sommer vielleicht, das kannst du ja eine kühlere Temperatur oder weiß ich nicht, du gehst an den See baden oder such dir ein schönes Fleckchen in der Natur, wo du dich hinsetzt mit dem guten Buch oder eine tolle Musik, was auch immer du gern hörst, mit Stöpsel in den Ohren, nimm dir dein Lieblingsgetränk dazu, ja, finde zu dir selbst, also das ist wirklich hier auch die Einkehr, Einkehr mit dir selbst und alles, was belastend ist, einfach mal aus den Händen und aus den Gedanken fallen zu lassen. Und morgen oder übermorgen kannst du wieder daran arbeiten. Sechs. Naja, was kann ich da sagen? Es sieht nach ja, vielleicht nach gutem Kopfkino aus, also hier läuft nicht viel, wenn das, Sex ist ja nun nicht für alle an diesem Tag, sondern ich will es immer auch wieder sagen, diese Orakel landen in einem Orakelbuch und wenn du dann fragst, wie wird der Sex mit dieser Person an dem und dem Tag zum Beispiel, dann würde ich sagen, tote Hose, das sieht nicht danach aus, ja. Aber vielleicht habt ihr generell auch einfach mal eine Phase, wo eben auch mal getrennte Betten angesagt sind. Das ist generell was sehr Wertvolles, wenn man eine Wohnung hat, wo es möglich ist, dass man auch mal in getrennten Betten schlafen kann und jeder sich einfach seinen Freiraum nimmt. Der eine will vielleicht noch lange lesen, der andere hat Lust noch, sich irgendeine Sendung oder irgendwas anzuschauen. Da muss man nicht immer aufeinander hocken, ja, wie das so üblich ist. Und das ist wirklich, sieht wirklich danach aus, ja, einfach mal den Sex Sex sein zu lassen und sich eher meditativ zum Höhepunkt zu meditieren. So. Beruf. Beruf, Berufung. Auch hier einfach kürzer treten, tu heute nur das Nötigste. Klar, wenn du angestellt bist, nochmal zum Sagen, kannst du nicht sagen, ich lasse jetzt alles stehen und liegen, ich mache heute mal nur Pause, sondern du versuchst mit aller Disziplin das Nötigste zu tun, dich aber nicht speziell reinzuknien, sondern in deinem eigenen Tempo zu arbeiten. Nach der Arbeit ist Erholung ganz wichtig, dass du eben wirklich für dich einen Ausgleich findest, wie du wieder Energie schöpfst und vielleicht ist dann das Wochenende, was dann kommt, eben auch angebracht, wirklich einfach mal zu faulenzen, im Bett zu bleiben oder draußen auf der
Wiese zu liegen, in den Himmel zu schauen und Grashalme oder Sonnenblumen meine ich nicht, Gänseblümchen zu kauen, das habe ich immer gemacht. Irgend sowas, ja. Gibt natürlich Leute, die erholen sich lieber aktiv, weil sie mit Ruhe gar nichts anfangen können. Es geht aber wirklich darum, das ganze System zu entlasten und so ein bisschen ruhig zu stellen. Da musst du selbst wissen, was für dich gut ist. Heute geht es wirklich darum, nebst dem Job, den du zu erledigen hast, dir keine weitere Arbeit aufzuhalsen, sondern wirklich deinen Feierabend für dich zum Entspannen zu nutzen und dir wirklich da auch Hilfe zu holen, wenn du eben kochen musst. Und organisier dir das, dass eben mal jemand anders kocht oder wie gesagt, dann gibt es halt einfach auch nur Fastfood, Fingerfood, irgendetwas. Ja? Also, für neue Projekte, also wenn jemand selbstständig ist und gerade ein neues Projekt hat, würde ich auch sagen, mach mal halblang, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Du hast im Moment zu viel an allen Fronten laufen, und dann verlierst du den Fokus. Das ist so ein bisschen auch, dass man sich verzettelt, ja? Und dann geht es wirklich darum, fallen lassen, ausatmen und wenn du beim nächsten Mal wieder einatmest, wirklich zu sagen, wo will ich eigentlich hin? Und jetzt konzentriere ich mich auf diese eine Sache. Wenn diese eine Sache gut wird, dann mache ich die nächste. Mensch, vielleicht kennst du jemanden, der dem Burnout nahe ist oder der öfter mal seine körperlichen Grenzen ausreizt, der versucht es auch allen recht zu machen. Also das ist hier auch jemand, der versucht, Job, Familie und alles unter einen Hut zu kriegen. Tun wir alle, aber der will das immer ganz besonders machen. Das ist vielleicht ein extremer Perfektionist, der mit gar nichts zufrieden ist. Und wenn er schon das Höchstmaß geleistet hat, dann meint er immer, er könnte noch ein Quantum draufsetzen. Und ja, wenn du so einem begegnest, kannst du eigentlich nicht viel machen. Einfach mitfühlen, wenn es ihm nicht gut geht, weil Ratschläge nimmt so einer sowieso nicht entgegen. Modern. Ja, ihr seht schon, das sieht aus wie ein Schlafanzug und es ist eigentlich auch ein Schlafanzug. Ich ziehe das manchmal auch auf der Straße an, weil bei den beiden Karten, also der liegt hier schon, das ist perfekter Pyjama und der hat so viel Belastung, der muss sich bequem anziehen und deshalb bin ich heute im Schlafanzug. Rosa deshalb, damit wir dieser etwas schweren Tagesenergie fröhlich begegnen können und das können wir ja mit der Mode. Die Mode ist ja wirklich dazu da, auch auszugleichen und ja, wenn es eben mal nicht so toll läuft, was heißt toll läuft, das bestimmen wir natürlich selber, aber es gibt natürlich Tage, das ist alles ein bisschen mühsamer, dann können wir das wieder hier mit der Mode ausgleichen und darum soll es ja gehen. Moment, hier habe ich noch den Gürtel. Ich gehe mal schon mal los. Ja. Schlafanzug als Anzug. Sieht das aus? Wirklich super bequem. Kann man waschen, ist in 5 Minuten wieder trocken. Ja. Und von solchen Sachen habe ich immer ein paar im Koffer, wenn ich auch irgendwo verreise. Denn da fühlt man sich einfach immer, ich zumindest, fühle mich in solchen Sachen pudelwohl. Das war Mode. Tipp, ich habe euch den Tipp des Tages auch schon gegeben. Entspannen, ausatmen, ruhig stellen, was ruhig zu stellen ist. Erholen, ja, darum geht es. Und sich helfen lassen, wenn du... Wir alle kennen Menschen, die sind oftmals einfach zu stolz zu sagen, hey, an dem Punkt schaffe ich es nicht mehr, kannst du mir helfen? Und manchmal ist es auch einfach ein Tipp, der uns weiterhilft. Ja, ja, das würde ich, dass du einfach jemanden bittest, wenn du wirklich einfach mal an deine Grenzen stößt, zu sagen, hey, ich weiß nicht, wie ich da weiterkomme, kannst du mir vielleicht helfen? Jetzt kommen wir zur Frage von Silvian. Silvia hat mir sehr viel geschrieben, deshalb möchte ich das nicht vorlesen. Es geht generell darum, dass sie mich fragte, wenn ihr Mann oftmals sehr böse
reagiert oder ihr sehr böse begegnet. Ich habe dann auch noch mal genauer nachgefragt, was sie damit meint. Und ich habe natürlich ihr vorher, bevor ich in die Karten geschaut habe, habe ich mal schon gesagt, dass man natürlich sehr viele Dinge anschauen müsste. Ich schaue jetzt aber erstmal, dass es nicht einfach mit 10 Karten getan ist, wenn man in einer Ehe lebt und es eben da seit längerer Zeit Dinge passieren, die vielleicht die Wertegrenzen überschreiten von beiden. Ich gucke es mir mal an. Ich ziehe 10 Karten, also ich lege das keltische Kreuz, damit ich wirklich auch sehr viel sehen kann. Ich hab unterschiedliche Legemethoden. Das keltische Kreuz nehme ich sehr, sehr gern, am liebsten. Aber es gibt natürlich unzählige Möglichkeiten, die Karten auszulegen. So. Jetzt gucken wir mal. Was mir hier schon mal liegt, ist eine absolute Überlastung mit der momentanen Situation, wie die Tageskarten eigentlich die 10 der Stäbe. Also das ist ich schon seit längerem, dass ja um eure Ehe geht, ist dein Mann im Grunde mit der Situation zwischen euch überfordert, ja? Ich habe im Ist-Zustand habe ich den Teufel. Der Teufel steht für Abhängigkeiten. Also das zeigt mir auch, dass ihr beide in einer Abhängigkeit steht. Und ich frage mich gerade, ob du das überhaupt lösen willst. Also im Sinne auch, also es gibt manchmal Situationen, Silvia, wo wir zwar in einer Situation hängen, die uns nicht gefällt, aber andererseits ist die Situation aus einem anderen Grunde wieder so bequem für uns, dass wir uns nicht daraus lösen. Es hat immer einen Grund, weswegen wir in dieser Situation sind. Und dein Unterbewusstsein schafft oder kreiert für dich die Dinge, die für dich gut sind. Zumindest glaubt dein Unterbewusstsein das, ja. Und das kommt dazu und es ist Misstrauen. Also dein Mann ist misstrauisch dir gegenüber. Und das ist das, was ich schon gespürt habe, bevor ich überhaupt die Karten ausgelegt habe, habe ich dir gestern schon geschrieben, dass ich das Gefühl habe, dass bei euch sehr viel Unausgesprochenes, ja, dass zwischen euch sehr viel Unausgesprochenes steht. Und wenn dein Mann misstrauisch ist, dann frage ich mich gerade, was traust du dich ihm nicht zu sagen? Er hat einerseits, möchte er, und das musst du auch immer merken, möchte er diese Ehe am Laufen halten. Er kommt immer mal wieder mit einem Impuls, auch mit einem positiven Impuls auf dich zu. Also ich sehe jetzt nicht, dass er generell böse ist, sondern ich sehe einfach, dass er einerseits bewusst diese Ehe fortführen möchte und insoweit auch auf dich zugeht. Aber im Unterbewusstsein liegt dem Achterschwerter und da ist er absolut gebunden und das ist ihm unbewusst. Also irgendetwas hält ihn davon ab, diese Ehe wirklich so zu leben, wie er das eigentlich möchte. Und das liegt im Unbewussten. Also das ist ihm, das kommt manchmal durch. Aber es gibt Dinge, die er auch nicht sehen will. Also du verheimlichst ihm was, so sehe ich das, also er ist misstrauisch, weil du ihm etwas nicht sagst, weil du etwas aussprichst. Und er will es aber auf der anderen Seite auch nicht sehen. Es ist aber so viel Spannung in der ganzen Geschichte, dass er eben manchmal einfach ausrastet. Und er wünscht sich das ist jetzt die Frage, er wünscht sich oder er hat Angst vor einem klärenden Gespräch. Ich glaube, das ist bei ihm so
sind bei ihm so beide Seiten. Und ich habe nicht das Gefühl vom Kartenbild, dass es besser wird. Also dort passiert es, das ist die sieben der Stäbe. Also jeder von euch behauptet im Grunde so seine Position, ist nicht bereit, auf den anderen zuzugehen. Und ja, es ist so ein bisschen dieses Ego, ja, dass jeder von euch glaubt, richtig zu handeln. Und ich habe dich gefragt, wenn dein Mann böse zu dir ist, wo du böse zu deinem Mann bist, und du hast mir zwar geschrieben, offensichtlich nicht, aber durch das, was du ihm eben, was du nicht aussprichst, nicht aussprechen willst, nicht aussprechen kannst, das ist auch böse. Ich habe es schon erklärt, ich möchte es auch für andere nochmal erklären. Ihr habt das alles schon erlebt, dass du vielleicht an einen Menschen denkst und in dem Moment ruft er dich an. Oder dass du jemanden triffst und fragst, wie geht es dir? Und er sagt, oh, mir geht's gut. Und du hast irgendwie das Gefühl, das stimmt nicht. Ja? Das ist Energie. Jetzt stell dir vor, du sagst ihm irgendetwas nicht und diese Energie ist da. Und wenn die Situation, über die du nicht redest, bestehen bleibt, dann sammelt sich immer mehr und mehr und mehr Energie zwischen euch an und die fühlt sich hart an und schwer. Also man sagt auch manchmal, es steht die Luft im Raum. Ja, also das ist echt so eine sehr harte negative, also negative, destruktive, ich würde mal sagen, destruktive Energie für eine Liebesbeziehung. Also da steht wirklich etwas zwischen euch. Und ich habe das Gefühl, dass er als Mann einfach versucht, dieser Energie zu begegnen. Also er spürt was und das macht ihn verrückt und er versucht durch seine, das ist dann vielleicht unwirsch oder wirft dir was an den Kopf oder sagt dir irgendwas, was unschön ist. Und damit versucht er im Grunde nur eins, nämlich dieser Energie zu begegnen. Das richtet sich erstmal nicht gegen dich, sondern es richtet sich gegen das, was er ja irgendwo spürt, auch diesen Misstrauen, aber was er eben auch nicht sehen kann oder nicht sehen will, weil du nicht sprichst und er vielleicht auch nicht der Typ ist, der so hinter, also der jetzt so alles hinterfragt und dir vielleicht hinterher spioniert. Ja, Silvia, die Frage ist, wie willst du in Zukunft damit umgehen? Also, er ist er liegt da in seiner Einstellung mit der Sonne, also er sieht sehr viel Kraft in eurer Beziehung und in eurer Ehe und im Grunde, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du irgendwo zwei Leben lebst und ich sage nicht, dass das nicht in Ordnung ist. Ich möchte dich gern fragen, wenn es hart auf hart käme, würdest du dann alles dafür tun, deine Ehe zu retten? Ist dir dein Mann so wertvoll und so wichtig, dass du bereit bist, dich ein Stück weit selbst zu opfern, um aus dieser Beziehung auch das rauszuholen, was drinsteckt? Ich habe das Gefühl, dass diese Beziehung ein extremes Potenzial hat und dass ihr beide das aus Unwissenheit, vielleicht auch Unreife, und Unreife hat ja nichts mit Alter zu tun, weil ihr eben noch gar nicht an dieser Beziehung wirklich, wirklich, wirklich gearbeitet habt. Ja? Und ich weiß, ich habe dir das auch geschrieben, für mich ist es. Jeder Mensch versucht immer das Beste zu tun. Und ich glaube, Silvia, dass du im Moment einfach das tust für dich, was du glaubst, was am besten ist. Doch du kannst wachsen und du kannst dich entwickeln und du kannst die Beziehung vielleicht als das ansehen, was sie wirklich ist. Und vielleicht kannst du lernen, dich selbst so gern zu haben und dich selbst zu entwickeln, dass dein Mann sich mit dir mitentwickeln kann. Ja? Das wäre so mein Tipp und meine Meinung, die ich dir gerne mit auf den Weg gebe, damit du vielleicht mal darüber nachdenken kannst. Es geht vielmehr auch um Flexibilität und den anderen einfach mal auch zu spüren und zu sagen, wenn er so ist, dann hat das tatsächlich was mit mir zu tun. Und was kann ich dafür tun, damit er sich anders verhält? Oder will ich überhaupt etwas dafür tun, dass er sich anders verhält? Deine Welt verändert sich mit dir. Und
Wenn du versuchst, an anderen Menschen herumzuschrauben, dann werden sie höchstens noch aggressiver und noch böser. Also wenn du einen anderen Menschen tunen willst, dreh an deinen eigenen Knöpfen. Ja? Also das ist so mein Hinweis. Ich weiß jetzt nicht, ob dir das geholfen hat. Vom Kartenbild würde ich sagen, ihr habt eine Beziehung, die sich lohnt, dass man dafür, also eine Ehe, die sich lohnt, dass man dafür arbeitet, aber das fängt eben bei dir an. Ja? Und die Frage ist, willst du das? Weil wenn du nichts änderst, dann sehe ich hier in der Perspektive, in den Karten eben auch keine Veränderung in der Beziehung. Dann bleibt es eben, wie es ist. Und dann ist für dich die Frage, kannst du und willst du damit umgehen? Okay? Na dann, bis morgen. Wenn ihr wieder Fragen habt, schreibt es mit runter unter das Video. Ich beantworte sie gerne im nächsten Video oder schreibt mich an über meine Facebook-Seite. Steht unten auch der Link drin. Ja, bis morgen, deine Margret. Thank you.